Der Klimawandel. Lange verleugnet, setzt er heute Menschen auf der ganzen Welt in Unruhe. We are over 60,000 people here today. And this is what democracy looks like. With your help, here come the trees. Today it's $1 a gallon equivalent. 2015 erzielt die UN-Klimakonferenz ein historisches Abkommen. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen. Die Energiewende hat begonnen. Die Zukunft gehört den erneuerbaren Technologien. Das macht schon nachdenklich und das macht Angst, nicht wahr? Solche Szenen zu sehen und so zusammengeschnitten in diesem Stil, da kann man schon mal ins Nachdenken kommen. Und grundsätzlich haben diese Szenen ja auch nicht Unrecht. Denn der Klimawandel ist da und wir müssen etwas tun. Doch wie die Arte-Doku, auf die ich hier und heute reagiere, dann damit umgeht, ist sehr interessant. Denn direkt nach diesem Punkt kommen Aussagen wie: Die Leute wurden davon überzeugt, dass sie all ihre CO2-Probleme lösen könnten, indem sie ein Elektroauto fahren. Und das eine Symbol ganz stark dafür stand, alle Probleme lösen zu können. Und zwar das Elektroauto. Und für mich stellt sich die Frage, wie passt das Elektroauto hier nun rein? Denn das Elektroauto ist ein Auto und wir sind aktuell bei noch nicht einmal 5% Marktanteil. Weltweit, glaube ich, nicht mal 1%. Das heißt, wer wurde hier denn bitteschön überzeugt? Die Marktdurchdringung hat noch lange nicht stattgefunden. Und dann kommt diese Arte-Doku mit dem Titel Umweltsünder E-Auto? Fragezeichen, die nämlich die zumindest sehr frei übersetzt wurde. Denn im Original heißt sie die dunkle Seite der Energiewende. Und genau darum geht es in dieser Doku. Es wird versucht, die dunklen Seiten, die Nachteile, die negativen Seiten der Energiewende darzustellen. Und das ist prinzipiell natürlich auch löblich und man muss solche Sachen auch immer ansprechen. Die Frage, die sich mir nur immer stellt, ist, das E-Auto hat sich noch nicht mal ansatzweise durchgesetzt. Die Energiewende kommt noch lange nicht so richtig in Gang. Ganz viele Länder, unter anderem auch Deutschland, stecken noch tief mit im Kohleabbau drin. Und ob der Kohleausstieg und ob der Atomausstieg tatsächlich so kommen, wie prognostiziert, das steht noch in den Sternen. Und gleichzeitig wird immer wieder auf diese Energiewende und auf die Verkehrswende eingedroschen. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist das zielführend? Denn ich habe es in der Kurzform schon gesagt, man sollte immer fragen, woher kommt denn die Kritik und wozu führt sie? Und hier kommt sie unter anderem von Guillaume Pitron, der bereits 2018 eben sein Buch geschrieben hat und nachdem diese Studie oder diese Doku erschienen ist. Und mit Sicherheit hat er mit einigen Sachen, mit vielen Sachen recht, die in seinem Buch stehen. Wie das aber in Form dieser Doku aufgearbeitet wird, das ist äußerst fragwürdig. Und dann gehen wir einfach direkt weiter, denn die Doku ist echt lang. Und wem das zu lang ist, dem verlinke ich hier oben die extreme Kurzfassung, wie das da aussieht. Und hier gehen wir jetzt mal direkt ins Detail. Hier werden erstmal diverse Personen, die namentlich nicht näher benannt sind, nacheinander kurz zu Wort gebeten. Da wird dann gesagt, wie gesagt, die Leute wurden davon überzeugt, dass sie mit einem Elektroauto all ihre CO2-Probleme lösen können. Die Leute wurden davon überzeugt, dass das Elektroauto steht quasi dafür, dass man damit alle Probleme lösen könnte. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat,
wir müssen auf Elektromobilität umstellen, dann hätten wir alle Probleme gelöst. Solche Aussagen kommen immer nur ausschließlich von den Kritikern. Die nächste Person fragt dann, lösen Windräder und Solarzellen all unsere Probleme? Nein. Na gut, wenigstens ist er eine Person, die dann gleich die Antwort mitliefert. Denn ganz viel werden Fragen in dieser Doku gestellt, die nicht beantwortet werden, die dann mit theatralischer Musik und, ich sag mal, traurigen Szenen untermalt werden, um so die Dramaturgie zu steigern und das Ganze noch so ein bisschen fesselnder zu machen, so wie man es hier am Anfang gesehen hat. Der Anfang dieses Videos ist genau nach dem Stil dieser Doku erstellt. Und das ist bewusst gemacht, weil ich wollte, dass man direkt reinkommt und direkt sagt, okay, ich bin drin, ich bin dabei, ich kann dem folgen. Denn der Anfang der Doku konzentriert sich ganz allein darauf, erstmal ein Problem darzustellen. Das Problem des Klimawandels, der Verunsicherung der Bürger, aber auch der Reaktion der Politik, indem sie halt einfach das Klimaabkommen zum Beispiel beschlossen haben und eben die CO2-Emissionen begrenzen wollen. Daran angeknüpft wird dann plötzlich das Elektroauto in die Thematik hineingeschoben. Es wird quasi aufgrund von diversen Förderungen oder aufgrund von Äußerungen von Politikern gesagt, es wird, dass dieses Objekt das alle Probleme lösen könnte, wobei damit alle anderen Probleme ausgeblendet werden. Es werden alle weiteren Probleme ausgeblendet aus unserer Gesellschaft. Sei es, ich hole mir jeden Tag mein Kaffee in einem Pappbecher, Kapselkaffee, Plastiktüten in Gemüseabteilungen, Plastiktüten im Supermarkt, jeden Tag eine neue, jedes Jahr ein neues Handy, Tablet, Laptop, was auch immer. Diese ganze Lebensweise ist ja eigentlich das, was wir im Klimawandel überdenken müssen. Und diese ganze Lebensweise wird aber komplett ausgeblendet und es wird hier sozusagen stellvertretend nur das Elektroauto hingestellt und als das größte Problem dargestellt. Es wird quasi ein Problem aufgezogen. Es wird hier stilisiert zu einem Heiligtum, als würden alle schon auf das Elektroauto setzen, als wäre das Elektroauto schon das Maß der Dinge, die Zukunftstechnologie schlechthin. Als könnten wir, wenn wir Freizeit hätten, uns raus in unser Elektroauto setzen, elektrisch einmal um den Block fahren und damit, keine Ahnung, 3 Hektar Regenwald retten. Dem ist aber nicht so, denn das Elektroauto ist ein Auto. Es kann die Welt nicht retten. Es wurde auch nie von irgendjemandem behauptet, dass das Elektroauto irgendwelche Probleme lösen könnte. Das Elektroauto ist einzig und allein eines. Und es ist weniger umweltschädlich. Denn ganz klar ist, das beste Auto ist jenes, welches nie produziert wird. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und ganz klar ist auch, wir müssen unseren Fahrzeugbestand eigentlich eher reduzieren als steigern. Und ganz klar ist auch, dass Entwicklungsländer, Schwellenländer auch ihren Anspruch auf Mobilität immer mehr geltend machen. Das heißt, dass weltweit gesehen tatsächlich sogar noch erstmal mehr Fahrzeuge dazukommen werden. Doch wie passt das jetzt mit dem Elektroauto, wenn das gerade mal 1% Marktdurchdringung hat? Anhand des Elektroautos soll hier sozusagen die Problematik der Energiewende dargestellt werden. Dass eben an der Energiewende nicht alles so toll ist und so schön ist. Zielführender aus meiner Sicht wäre es hier aber, die jeweiligen Probleme anzusprechen. Denn es ist unter anderem so, dass direkt in der nächsten Szene dann gefragt wird, was ist, wenn die erneuerbaren Energien
klimatechnisch schlechter dastehen als die bisherigen Technologien? Was ist, wenn sie schädlicher für uns alle sind? Und das ist eine sehr interessante Frage, die aber leider in der gesamten Doku nicht beantwortet wird. Und das ist eine interessante Frage, auf die man eingehen sollte, der man sich bewusst nähern sollte und auch schauen sollte, ob und in welchem Umfang erneuerbare Energien oder neue Technologien sinnvoll erscheinen. So zum Beispiel der ewige Streit Brennstoffzelle oder Elektro, also batterieelektrisch. Da ist ganz klar, natürlich ist das batterieelektrische Fahrzeug wesentlich effizienter als die Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle braucht 3 bis 5 Mal mehr Energie, um die gleiche Strecke zurückzulegen. Und die Brennstoffzelle braucht auch einen kleinen Akku. Sie braucht ganz viele Metalle, Erden und was weiß ich nicht alles. Und natürlich ist das auch eine saubere Technologie, aber wir müssen dann abwägen, was macht in welchem Bereich Sinn? Wie kann ich Energie speichern? In welchem Umfang muss ich das aufbauen? Und deshalb ist diese Frage eigentlich so wichtig und deshalb ist es auch gleichzeitig so schade, dass sie nicht beantwortet wird. Einer der Personen, die zu Beginn zu Wort kommen, sagt, die Energiewende sei ein einzelnes Greenwashing, das in Wirklichkeit gar nicht sauberer wäre, sondern man gibt sich einfach nur einen grünen Anstrich und in Wirklichkeit würde überhaupt nichts passieren. Und ein anderer setzt nach und sagt, solange sich an dem Verhalten der Menschen nichts ändert, solange wird es halt eben auch immer wieder schmutzige Produktionsstätten geben. Und der nächste sagt, alles ist aus Mineralen gefertigt. Auch ein Elektroauto ist aus verschiedenen Metallen und verschiedenen Stoffen gefertigt und diese müssen abgebaut werden. Damit hat er vollkommen recht. Und das gilt für alles. Das gilt genauso für den Bleistift, für das Mikro, die Kamera, den Bildschirm. Es gilt für alles. Das ist vollkommen richtig. Und da müssen wir ansetzen. Da muss man natürlich nachschauen. Das ist das, was ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet habe oder schon so ein bisschen angesprochen habe, dass man sich eigentlich als Konsument Gedanken machen muss, was unterstütze ich. Muss man das aber? Denn das ist auch eine ganz lange Diskussion, wo man sagen könnte, müssen hier die Rahmenbedingungen nicht einfach anders gesteckt werden? Denn das alles immer nur am Ende auf den Konsumenten abzuwälzen, ist auch sehr schwierig. Die nächste Person sagt dann aber, die auch nicht namentlich genannt wird, sagt dann aber, die gesamte Energiewende wäre ein einziges Greenwashing. Und da wäre überhaupt nichts nachhaltig, sondern das wäre einfach nur für die Industrie. Und das ist schon eine starke Behauptung, die dort aufgestellt wird. Gleichzeitig läuft theatralische Musik im Hintergrund. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, in diesem Aufbau der Ideologie des Elektroautos wird hier gerade so eine Geschichte inszeniert, die sozusagen darstellen soll, dass wir alle von einer größeren Macht eigentlich belogen und verarscht werden. Dass man uns hier an der Nase herumführt, dass man das nur macht, um dem Bürger das Geld aus den Taschen zu ziehen und quasi wieder ein neues Auto zu verkaufen oder wieder einen neuen Kühlschrank zu verkaufen. Ja, alte geht doch noch. Die Frage dabei ist aber immer, muss der Konsument denn einen neuen Kühlschrank haben oder tut es der alte noch? Das ist immer so, also es ist nicht mal geplante Obsoleszenz, das wäre ja, wenn die Produkte nach einer Weile kaputt gehen, sondern das ist gefühlte Obsoleszenz. Denn damit, dass jedes Jahr ein neues Handy rauskommt, fühlt sich unser altes irgendwann so altbacken an und dann möchte man schon ein schönes neues haben. Und das sind die Probleme, die wir im Zuge dieses Klimawandels und der Energiewende unter anderem auch angehen müssen. Macht es Sinn, einen neuen Kühlschrank zu kaufen, nur weil er dann 10% weniger Energie verbraucht, oder würde es eher Sinn machen, den alten noch weiter zu betreiben? Hier wird eben das Elektrofahrzeug als Stellvertreter für dieses Problem genommen und wird halt durchexerziert.
In der nächsten Szene kommt es dann eben genau so, wie es kommen muss. Es wird das Elektroauto wieder eingeblendet und dann wird eine Behauptung aufgestellt, die sagt, die Energiewende verspricht eine Welt mit mehr Verantwortungsbewusstsein. Doch insgeheim ist sie bereits für zahlreiche Umweltschäden verantwortlich. Und das ist eine starke Behauptung, denn das hat ja eigentlich beides nichts miteinander zu tun. Das Verantwortungsbewusstsein der Bürger, der Konsumenten auf der einen Seite ist ja etwas anderes als das, was die Produzenten bisher gemacht haben. Und natürlich muss ein Verantwortungsbewusstsein in den Bürgern erstmal wachsen und darauf müssen dann Produzenten sozusagen reagieren. Die Frage ist allerdings wieder, warum die politischen Rahmenbedingungen eben der unterzeichnenden Staaten eben nicht das entsprechend vorgeben, dass man nur in gewissen Rahmen produzieren kann und darf. Ist es wirklich die Energiewende, die hier für die großen Schäden verantwortlich ist? Als nächstes geht man dann in die Schweiz und dort sagt man halt eben, dass gerade der ökologische Wandel speziell ökonomischer Natur ist. Und man geht halt eben auf den Genfer Autosalon, zeigt die ganzen neuen Fahrzeuge, die dort vorgestellt werden und sagt halt eben, dass Elektromobilität omnipräsent ist. Und natürlich ist sie das. Sie ist neu, sie kommt jetzt immer weiter in die Gänge. Es darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass hier bereits ein Wandel stattgefunden hat. Denn der Wandel hat noch nicht stattgefunden. Doch dieses Bild soll sozusagen vermittelt werden in der Doku. Und dann werden auch einige Vertreter von Automobilfirmen interviewt, die dann halt eben sagen, warum die Leute jetzt auf ein Elektroauto umsteigen. Es ist halt gerade hip, sich ein Bio-Lebensmittel zu kaufen. Warum soll man dann nicht auch ein sauberes Elektroauto fahren? Ne? So, und dann kommt eigentlich des Pudels Kern, denn dann wird eine Frau von BMW interviewt, die halt eben sagt, naja, wir müssen ja unsere Flotten elektrifizieren wegen der strengen CO2-Vorgaben seitens der EU. Ansonsten müssen wir Strafzahlungen leisten. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und das ist ein sehr interessanter Move. Denn auf der einen Seite wird diese Konsumgesellschaft gezeigt und es wird gezeigt so nach dem Motto, wir bieten euch jetzt etwas Neues, etwas Tolles, etwas Schönes, etwas Sauberes an. Und dann kommt gleich der Schwenk. Warum bieten wir es euch denn an? Es wird nicht hinterfragt, ob der Genfer Autosalon regelmäßig stattfindet und dort immer neue Fahrzeuge präsentiert werden und schon seit 20, 30 Jahren immer Fahrzeuge, die sauber sind, die weniger verbrauchen, die etwas haben, was ich unbedingt brauche und gar nicht weiß, wie ich bisher ohne leben konnte. Darauf wird nicht eingegangen, sondern es wird direkt dieser Move gemacht, als wäre da wieder diese große Macht, diese Politik, die mich in diese Richtung lenken möchte und deshalb die Autokonzerne zwingt, Elektrofahrzeuge anzubieten. Dabei macht sie das nicht, sondern die Politik hat ganz klar auf die Aussagen der Autohersteller reagiert und diese haben anfangs gesagt, der Verbrennungsmotor ist noch nicht am Ende. Da steckt noch viel Entwicklungspotenzial dahinter. Und dem hat man geglaubt und hat gesagt, okay, wir machen einfach die CO2-Grenzwerte und ihr entwickelt mal bitte schön. Und plötzlich kamen die Hersteller und sagten, ja, das geht ja mit Verbrennern gar nicht, das, was ihr euch da vorstellt. Ja, dann lasst euch etwas einfallen. Und deren einzige Lösung aktuell ist Elektromobilität. Dann wird der Preis für das grüne Fahren genannt. Und so wird gesagt, dass bis zum Jahr 2023 ganze 225 Milliarden Euro in Elektromobilität investiert werden. Das klingt erstmal viel. Betrachten wir aber, dass diese Doku von 2018 ist, dann sprechen wir hier über einen 5-Jahres-Zeitraum. Teilen wir das durch 5, dann geht das eigentlich, dann sind wir so ungefähr bei 50 Milliarden pro Jahr,
grob überschlagen. Und dann schauen wir, das sind die Investitionen weltweit aller Hersteller. Und dann schauen wir, dass alleine 2018 weltweit alle Automobilhersteller zusammen 879 Milliarden Umsatz gefahren haben. 2019 sogar 970 Milliarden Umsatz. Im Verhältnis zu diesen Zahlen klingt das dann schon gar nicht mehr so viel. Und wenn wir dann uns anschauen, was weltweit alle Hersteller für ein gewöhnliches Investitionsvolumen haben, dann muss man feststellen, dass vorher halt eben an Verbrennungsmotoren geforscht wurde und jetzt an Elektromobilität. Und dass die Investitionen zum Umschwenken in die Elektromobilität zwar höher sind, weil man jetzt natürlich auch Werke umbauen muss und anpassen muss und alles drum und dran, aber sie liegen nur etwa 30% über den Investitionen, die die weltweite Automobilbranche schon in den letzten 10, 20 Jahren immer getätigt hat. Dann kommt als nächstes diese Szene, glaubt man den Herstellern, dann hat das Elektroauto nur Vorteile. Also, das ist eine Aussage, die mir echt geistig wehtut, weil das kann ich nicht anders sagen. Denn das ist nämlich auch eins der Hauptargumente von Kritikern gegenüber der Elektromobilität, welches gebracht wird, dass man, ja, glaubt man den Herstellern, dann hat es nur Vorteile. Hat denn jemals irgendein Hersteller auf diesem Planeten über sein Produkt in irgendeiner Art und Weise gesagt, hier, kauf das, es hat zwar die und die Nachteile, aber kauf's einfach? Also die Hersteller haben seit eh und je gesagt, dass ihre Diesel sauber sind. Wie sich dann herausgestellt hat, war das dann halt doch nicht so. Die Hersteller von diversen anderen Produkten haben auch immer gesagt, die sind top, die sind super. Was sollen sie auch anders machen? Sie sind Hersteller dieser Produkte, sie wollen diese Produkte verkaufen. Für eine wissenschaftliche Studie frage ich ja keine Hersteller, sondern da frage ich dann halt Wissenschaftler, und schaue auf echte Daten. Nun kommt man ja endlich auf das langersehnte Thema, die Metalle der seltenen Erden. Und man holt sich da wirklich einen großen Experten aus dem Momentum Think Tank, der ein angesehener Think Tank ist, bestehend aus Fachleuten rund um das Thema nachhaltige Ressourcen, Gewinnung, Produktion etc. pp. Das Problem ist aber, diese Doku möchte sich einen investigativen Anstrich verpassen, indem man diesen Experten kurz zu Wort kommen lässt, der dann halt eben eigentlich nur beschreibt, was sind Metalle der seltenen Erden, also welche zählen dazu und wofür brauchen wir die, unter anderem. Und schon geht der Kameraschwenk rund um ein Elektroauto herum. Es wird fairnesshalber auch gesagt, dass wir Metalle der seltenen Erden auch heutzutage in unseren aktuellen Fahrzeugen und Verbrennungsmotor brauchen. Es wird dann aber ganz schnell gesagt, dass die Metalle der seltenen Erden eine ganz wichtige Rolle spielen für Elektrofahrzeuge und deren Antrieben. Und da ist es schade, dass diese Stoffe nicht die nötige Aufmerksamkeit erhalten, in dem Moment, wo man halt eben über konventionelle Antriebe spricht, wo eben die Metalle der seltenen Erden nicht nur in der Windschutzscheibe oder im kapazitiven Display vorkommen, sondern eben auch in der Abgasnachbehandlungsanlage, im Motorblock, in der Einspritzanlage und diversen anderen Teilen. Denn das wäre wichtig gewesen, denn dann hätte man... Nee, das wäre nicht wichtig gewesen, denn dann hätte man ja nicht diesen Punkt aufbauen können, dass die seltenen Erden aber im Gegensatz zu den
konventionellen Fahrzeugen eine ganz entscheidende Rolle bei den Elektroautos spielen. Denn dann hätte man sich ja eingestehen müssen, dass die seltenen Erden ja auch schon bisher eine wichtige Rolle in allen anderen Fahrzeugen spielen. Das Interessante ist, da wird dann wieder so ein Punkt genommen, ohne Neodym könnte ein Elektroauto beispielsweise erst gar nicht losfahren. Ich bin der Meinung, mal gehört zu haben, dass gerade das Fahrzeug, was dort abgebildet wird in dieser Doku, ist ja ein Tesla Model S. Und jetzt die neuen Raven-Modelle, ja, die haben Neodym, aber bis dahin hatten die alle einen fremderregten Asynchronmotor, der kein Neodym enthält, denn das enthält nur ein permanent erregter Synchronmotor. Nun gelingt über die Metalle der seltenen Erden der Stunt wieder zurück vom Elektroauto zur Energiegewinnung. Und das passiert, indem man halt eben sagt, ganz klar, seltene Erden spielen eine wichtige Rolle im Elektroauto, aber auch in den erneuerbaren Energien. Und da wird halt eben erwähnt, dass neben Neodym, Cea, Lithium, diversen anderen Stoffen, die zu den Metallen der seltenen Erden gehören, nicht nur im Elektrofahrzeug vorkommen, sondern auch in den Windrädern, aber auch in den Photovoltaikmodulen, in den Solaranlagen. Und die Frage, die sich da dann wieder stellt, wie ich sie gerade gestellt habe bezüglich des Verbrennungsmotors, ist, wo kommen diese Stoffe denn noch vor? Denn bei Elektrofahrzeugen, die weltweit eine Marktdurchdringung von 1% haben, das heißt, wir sind noch nicht bei der Massenproduktion. So gern wir das auch haben wollen, dass ein Tesla nun, keine Ahnung, wie viele Fahrzeuge pro Jahr produziert, ist das noch nichts im Vergleich zu den üblichen Fahrzeugproduktionen. Der ID.3 kam jetzt raus. Das heißt, diese Studie ist ja von 2018. Da war man noch lange entfernt von einer Massenproduktion. Und bei 1%, selbst bei 5% Marktanteil und bei weltweit zwischen 10% und 30% Anteil erneuerbarer Energien, würde sich dafür das Fördern dieser Metalle der seltenen Erden lohnen? Oder stecken diese Stoffe doch schon seit Jahrzehnten und teilweise Jahrhunderten in ganz anderen Produkten unseres täglichen Bedarfs? Das ist die Frage, die wir uns da stellen müssen, bevor wir etwas anderes kritisieren. Natürlich wäre das jetzt Trumpscher Whataboutism zu sagen, naja, ich kann das dreckige Metall verwenden, weil es ist ja auch da und da drin. Das soll man jetzt nicht machen. Aber die Frage ist, warum nehme ich mir ein neues Produkt, ein neues Thema, das Potenzial hat, etwas zu verändern, zumindest im Bereich Schadstoffausstoß, und kritisiere das, weil es einen Stoff enthält, den ich in 150 anderen Produkten des täglichen Lebens auch habe. Da kann ich doch diese Produkte kritisieren. Oder mache ich das nicht, weil ich mir dann gleichzeitig eingestehen müsste, warum benutze ich denn diese Produkte, wenn ich doch weiß, dass dieser Stoff da drin ist. Und es ist einfacher, auf erneuerbare Energien und das Elektroauto einzudreschen, denn so kann man gleichzeitig noch sein Gewissen beruhigen und kann gleichzeitig sagen, siehst du, deswegen habe ich mir einen Diesel gekauft und deswegen habe ich keine Photovoltaikanlage auf dem Dach und deswegen bin ich in der Bürgerinitiative gegen die Windkraftanlage. Dann bringen wir nochmal theatralische Musik, sagen, dass halt eben die erneuerbaren Energien aktuell 10% der produzierten Energie weltweit darstellen und das mit einem stärkeren Ausbau bis 2050, und da reden wir hier von Stand 2018 von 32 Jahren, dass bis dahin etwa die Hälfte aller
produzierten Energie aus erneuerbaren Energien gewonnen werden könnte. Forscher würde das natürlich freuen. Das wäre natürlich grandios, wenn das so klappen würde. Gleichzeitig wird hier theatralische Musik hintergespielt, dunkle Bilder eingeblendet und man hat ja vorher gesagt, dass auch die erneuerbaren Energien mit diesen Metallen der seltenen Erden ausgerüstet sind und dass das alles gar nicht so gut ist. Und hier zeigt sich wieder dieses Stilmittel, welches aufgebaut wird. Man stellt ein Problem halt eben dar, kleidet dieses Problem aus, stilisiert das. Und dann gibt man so diesen Seitenhieb und sagt, ach und übrigens, das ist da auch drin. Und das kann richtig großes Problem werden, wenn wir die erneuerbaren Energien hochfahren. Jetzt könnte man als Zuschauer natürlich verunsichert sein und könnte sagen, okay, aber wie kriegen wir denn jetzt den Klimawandel in den Griff? Was können wir machen? Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo dann halt eben erwähnt wird, dass die seltenen Metalle speziell auch für die Windräder, für die Rotoren verwendet werden. Und dass dort in so einem Offshore-Windrad bis zu einer Tonne seltene Metalle stecken. Betrachten wir das aber mal insgesamt, sehen wir, dass weltweit Windräder, Offshore-Windräder mit einer Gesamtleistung von 18.800 Megawatt aufgebaut sind. Ein einzelnes modernes Windrad bringt ungefähr 3 Megawatt. Das heißt, wir können hier ungefähr hochrechnen, wie viele Offshore-Windräder es weltweit rund um den Globus gibt und können dann sagen, okay, da steckt jetzt pro Windrad bis zu einer Tonne drin. Und dann merkt man schon, dass dieser Begriff eigentlich die Krux ist. Denn die Metalle der seltenen Erden sind gar nicht so selten, wie man uns immer erzählen möchte oder wie es suggeriert wird. Denn der Begriff ist tatsächlich schon über 100 Jahre alt und früher war das halt eben schwierig, diese Metalle aus diesen Erden heraus zu extrahieren. Das ist mittlerweile heutzutage Tagesgeschäft. Der Begriff ist allerdings geblieben. Im nächsten Schritt wird dann halt eben erwähnt, früher war es das Erdöl. Und schlittern wir jetzt in eine neue Abhängigkeit? In eine neue Abhängigkeit dieser anderen Stoffe? Tauschen wir eigentlich nur unsere Abhängigkeit aus? Und dann wird gefragt, woher kommen denn diese Stoffe? Und da werden einige Länder gezeigt und das ist auch richtig, denn sowohl die Metalle der seltenen Erden als auch diverse andere Rohstoffe werden rund um den Erdball an verschiedensten Stellen gefördert. Das mit theatralischer Musik hinterlegt, klingt erstmal schlimm, ist aber per se ja gar nicht verkehrt. Denn da, wo die Stoffe herkommen, da sollten sie gefördert werden. Die Frage ist natürlich immer, wie sehen die Förderbedingungen aus? Und so kommt man dann hier schnell auf China. Und erwähnt halt eben, dass gerade China 2/3 eines Rohstoffes fördert, der gerade für Green Tech Unternehmen sehr wichtig ist, Graphit. In einer solchen Graphitmine wird dann auch ein Arbeiter befragt, wofür denn sein Produkt unter anderem produziert wird. Und leider ist mein Chinesisch da nicht gut genug, um zu wissen, ob diese Übersetzung jetzt stimmt. Aber er erwähnt, dass deren Graphit nun in allen möglichen modernen Elektroautos verwendet wird. Das mag sicherlich auch richtig sein, das streitet überhaupt niemand ab. Man sollte aber auch gucken, wenn wir von 69% weltweiter Förderung von Graphit ausgehen, wie viel denn effektiv wirklich bereits in diesen Technologien verwendet wird, wie viel denn bisher in anderen Technologien verwendet wurde. Und es ist immer sehr einfach, einen Arbeiter zu befragen. Man fragt dann, ob er denn Stolz empfindet, weil er hier quasi Graphit fördert,
welches dann ja eben um den Klimawandel aufzuhalten, in moderne Technologien verwendet wird. Und er sagt, er empfindet da gar nichts, denn für ihn ist wichtig, dass er seine Arbeit hat, dass er seine Familie versorgen kann, und dann geht er nach Hause und das reicht ihm. Und da wäre jetzt die Gegenfrage, was soll denn auch ein Arbeiter sagen? Ein Arbeiter in einem totalitären Regime wie China. Jetzt könnten wir natürlich sagen, naja, warum holen wir uns das Graphit aus China? Das ist aber wieder eine gesellschaftliche Frage, die man sich stellen muss und wo man halt eben schauen muss, wie sind denn die Förderbedingungen? Denn dass dort Graphit drin ist in diversen Produkten, wie auch in alten Produkten, ist ja per se erstmal nicht schlecht. Die Frage ist immer, wie wird dieser Rohstoff gewonnen und wie wird im Nachgang damit umgegangen? Schauen wir uns nämlich mal die Graphitproduktion an, dann sieht man, dass allein in Deutschland, in diesem Zwergenland im globalen Vergleich, 3 Milliarden Bleistifte jedes Jahr produziert werden. Jedes Jahr. Und jetzt könnte man sagen, ja, jetzt vergleicht er Bleistifte mit Elektroautos. Nein, ich möchte das nicht vergleichen. Ich möchte das nur mal so ein bisschen dazu anregen, darüber nachzudenken, was 3 Milliarden Bleistifte bedeutet, wo Graphit in Holz gepresst wird, das teilweise auch aus fragwürdigen Quellen kommt, um es dann im Anspitzer abzuhobeln, das Graphit auf ein Blatt Papier zu schreiben, welchen man dann 2 Stunden später nach dem Supermarkteinkauf zerknüllt und in den Müll schmeißt. Und dagegen Technologien zu setzen, zu sagen, wo man das Graphit zu einem großen Teil sogar noch recyceln kann, das wäre doch die eigentliche Frage. Das heißt also, im Kontext des Klimawandels und der Energiewende müssten wir die Frage stellen, in erster Linie, wie können wir kostengünstig möglichst viele dieser Rohstoffe wieder recyceln, wiederverwenden, um sie somit, um das Recycling günstiger zu machen und um somit quasi auch wieder einen Strahleffekt auf die Produktion, auf die Gewinnung auszuüben, dass dort möglichst sauber gefördert wird. Die Kernfrage, die ich aber mit diesem Vergleich zwischen den Bleistiften und den Elektroautos aufwerfen möchte, ist einerseits, wie grotesk der Vergleich ist zu diesen gigantischen Produktionsstätten diverser Rohstoffe in China und dem noch sehr geringen Marktanteil der Elektrofahrzeuge. Natürlich wird hier ein Problem beschrieben, und das ist ganz klar, sobald der Elektromobilitätsmarkt explodiert, spricht hier auch ein Experte davon, dass die Nachfrage nach diversen Rohstoffen um das 25-fache steigen kann. Damit hat er auch vollkommen recht. Die Frage, die sich aber stellt, ist, wenn die Elektromobilität nicht da wäre, würde sich an diesen Förderbedingungen etwas ändern? Das ist nämlich die Kernfrage. Würde sich an diesen Förderbedingungen etwas ändern? Hätten wir jemals von diesen Förderbedingungen erfahren? Wie lange wird denn schon auf diese Art und Weise einerseits Raubbau an der Natur betrieben, teilweise Produkte oder Rohstoffe aus dem Erdboden herausgeholt, weit über dem gesunden Maß hinaus? Und inwiefern würde sich etwas ändern? Können wir mit den alten Stoffen sozusagen unser Klima mehr schützen? Angesichts der Tatsache, dass diese Stoffe ja schon seit langer Zeit im großen Maße für diverse Produkte unseres täglichen Lebens gefördert werden, muss hier die Antwort leider Nein heißen. Denn wäre die Elektromobilität oder aber der Klimawandel der Auslöser für solche Produktionsbedingungen,
dann wären diese Produktionsbedingungen nicht jetzt schon auf einen so großen industriellen Maßstab. Die industriellen Maßstäbe, die Mengen, die dort gefördert werden, sind für allerlei Produkte des täglichen Lebens. Und da muss man sich dann schon fragen, sind die neuen Technologien wirklich dafür verantwortlich, dass dort so gefördert wird, wie gefördert wird? Oder sind diese Technologien eigentlich, ja, ich sag mal, der Sündenbock für diese schlechten Produktionsbedingungen? Dienen sie vielmehr unserem eigenen Gewissen, um unser Gewissen zu besänftigen? Hätten wir von diesen Förderbedingungen erfahren oder uns dafür interessiert, wenn wir einfach so weitermachen würden mit Kohle, Gas und Atom? Oder hätten wir dann gar nicht davon erfahren, weil es uns gar nicht interessiert hat? Weil es uns vielleicht überhaupt nicht tangiert hat, weil wir einfach weiter unser Fahrzeug fahren und unser Leben leben? Und die nächste Frage, die sich stellen muss, ist, wie viele dieser Stoffe sind denn in diesen alten Technologien enthalten, die zudem noch zusätzlich selbst Schadstoffe emittieren? Und wie viele können aus den alten Technologien recycelt werden? Das sind die gesellschaftlichen Fragen, die wir uns vielleicht mal stellen sollten, bevor wir hier einen Sündenbock stilisieren und einfach auf den einprügeln. Wenig später werden dann auch einige Bauern gezeigt und einige Anwohner, denen es offenkundig sehr schlecht geht, eben wegen dieser verheerenden Förderbedingungen, respektive wegen der verschmutzten Abwässer, die aus der Förderung und aus der Verarbeitung dieser Stoffe entstehen. Und das ist natürlich sehr schlimm. Das muss definitiv verbessert werden. Gleichzeitig wird dann aber die Aussage aufgeworfen, dass das der Preis ist für unsere sauberen Elektroautos, Windräder und Solaranlagen. Und das ist dann doch schon eine sehr perfide Aussage, denn wie ich ja gerade schon erwähnt habe, werden diese Stoffe seit vielen, vielen Jahrzehnten für diverse Produkte des täglichen Lebens verwendet. Und da ist doch dann die Frage, sollten wir da nicht eher an die Regularien, an die Politiken gehen, an die Regierungen, die dort entsprechende Maßnahmen schürt, damit dort anständig und ordentlich gefördert werden kann. Weil wir ja gerade festgestellt haben, dass diese Förderbedingungen, und das ist ja auch das, worauf die Doku so ein bisschen abzielt, werden denn die Bedingungen durch die erneuerbaren Energien besser? Offensichtlich nicht. Aber die Frage, die sich dann stellt, ist, die eingehend gefragt wurde, führt eine Energiewende oder ein Klimawandel nicht zu einer bewussteren Kaufentscheidung? Werden schädliche und schmutzige Produkte weniger gekauft? Und es wäre illusorisch zu glauben, wir könnten auf der Welt alle mit einem selbstgeschnitzten Holzfahrrad irgendwo durch die Gegend fahren und würden uns irgendwie unsere Lebensmittel selber fangen. Das wird nicht passieren. Unsere Welt ist voll mit Menschen und sie ist hochtechnologisiert. Das heißt, selbst wenn wir technologisch auf dem Stand der alten Welt bleiben würden, würde sich an diesen Förderbedingungen nichts ändern. Das macht aber die neuen Technologien nicht per se schlechter, sondern die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Wie werden diese Produkte gefördert? Und dass diese Förderbedingungen überhaupt erst so erwachsen konnten, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, liegt nicht an den Windrädern, Solaranlagen oder Elektroautos. Das liegt eher daran, dass es zu Zeiten der alten Technologien ein Großteil der Menschheit einfach überhaupt nicht interessiert hat, wie diese Stoffe zustande kommen, wie ihre Produkte produziert werden.
wo sie produziert werden, unter welchen Bedingungen und wie die Menschen dort leben. Das hat sich spätestens mit Fridays for Future und diversen anderen Bewegungen schon ein wenig gebessert. Es ist aber natürlich noch lange nicht Zeit, sich einfach so zurückzulehnen. Als nächstes kommt dann Kupfer auf den Plan. Hier wird unter anderem erwähnt, dass in einem Elektroauto 4-mal mehr Kupfer stecken als in einem vergleichbaren Verbrenner. Okay, soweit so gut erstmal. Dann gehen wir den nächsten Schritt. Dann kommt ein Experte, der sagt, natürlich brauchen wir viel mehr Kupfer, weil wir müssen ja die Elektrofahrzeuge auch alle aufladen und dafür müssen ja überall Kupferleitungen verlegt werden. Und im nächsten Schritt sagt ein weiterer Experte, seit Anbeginn der Menschheit haben die Menschen zwischen 800 Millionen und 1000 Millionen Tonnen Kupfer gefördert. Und wenn wir dieses aktuelle Wachstum, das wir haben, weiter fortführen, dann werden wir das in allein 30 Jahren fördern. Was hier aber aus dem Zusammenhang gerissen wurde, ist, dass die Elektromobilität nur ein Bruchteil dieser Entwicklung ist und dass diese Entwicklung bereits seit den letzten 30 Jahren anhält, dass der Kupferbedarf stetig steigt und zwar exponentiell. Und hier muss man dann halt eben fragen, was wäre denn die Alternative? Da wäre ich wieder beim Holzfahrrad oder aber fahren wir alle mit dem Zug? Bräuchten wir auch Kupfer, weil wir ja sicherlich die Schienen elektrifizieren müssen. Oder wir schicken Züge mit Akkus durch die Gegend. Bräuchten wir auch Kupfer. Mit Brennstoffzelle bräuchten wir auch Kupfer. Also wie sähe die Alternative aus? Die Frage, die sich hier also stellt, ist, in welchem Umfang haben die neuen Technologien einen Anteil an diesem Zuwachs? In welchem Umfang fallen alte Technologien weg, die wir dann nicht mehr brauchen? In welchem Umfang kann dieser Rohstoff aus Recycling mit in den Bedarf einfließen? Kann der stärker einfließen? Und in welchem Umfang können wir das Ganze regulieren? Das heißt also, ausgehend von meiner ganz am Anfang gestellten Aussage, dass viele Experten ja sagen, wir brauchen eigentlich in den westlichen Ländern weniger Fahrzeuge als mehr Fahrzeuge. Ausgehend von dem Trend, dass man immer weiter weggeht vom Besitz und eher zur Benutzung, das heißt also Carsharing, würde das ja bedeuten, dass in unserer westlichen Welt sich 2 bis 4 Haushalte ein Fahrzeug teilen, im besten Fall. Und das wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz. Es wäre richtig zu kritisieren, zu sagen, braucht denn wirklich jeder ein eigenes Auto? Muss denn wirklich jeder das selber haben, besitzen? Oder ist es nicht vielleicht zielführender, eben wegen des erhöhten Bedarfs, hier nach Alternativen zu suchen, als dass man die Technologie als solche grundlegend direkt verteufelt. Weiter wird dann berichtet, dass der Bergbau in Chile beispielsweise hohe Mengen an Wasser verbraucht und welche Auswirkungen ein solcher Bergbau, der ungeschützt passiert, Auswirkungen auf andere Ortschaften hat, die, obwohl sie weit genug entfernt liegen, dennoch über die Luft und durch die Transporte, durch die Städte mit Schwermetallen vergiftet werden. Und dass die Leute, die Bewohner, die Schüler in Schulen, die Kinder alle schwere Erkrankungen haben, was wiederum natürlich eine Katastrophe darstellt. Es zeigt dann aber auch, dass die Förderbedingungen wirklich schlimm sind, dass die Transportbedingungen schlecht sind, dass
in diesen Städten, in diesen Ländern nichts dagegen unternommen wird, ist daran das Elektroauto schuld? Warum hänge ich mich so an dem Elektroauto auf? Naja, die Doku wurde ja eingehendst mit dem Elektroauto erklärt. Flankiert von Windenergie und Solar, natürlich. Und sie wurde ja aus dem Französischen relativ abgewandelt von die dunkle Seite der Energiewende auf Umweltsünder E-Auto. Hat man das gemacht, weil man Klicks haben wollte, weil man Zugriffe haben wollte auf das eigene Video, weil man gerne erleben möchte, dass sich für dieses Thema interessiert wird, dann ist das nachvollziehbar, aber dann ist es dennoch ein schlechtes Stilmittel. Denn welche, um es mal mit einem Beispiel zu bringen, welche Klientel hole ich mir denn damit ins Haus? Wir haben auf unserem Planeten nun mal auch Klimaleugner. Wir haben auf unserem Planeten auch Menschen, deren kognitiven Fähigkeiten wir durchaus mal in Frage stellen. Werden wir diese Leute von einer sauberen, nachhaltigen Rohstoffgewinnung überzeugen, wenn wir das Elektroauto schlecht machen, eben wegen der Rohstoffe, die es enthält und wie diese gewonnen werden? Daran wird sich dann nichts ändern. Es wird sich doch nichts an der Rohstoffgewinnung ändern, sondern diese Leute finden eher eine Bestätigung in ihrer Weltansicht und sagen, siehste, habe ich dir doch gesagt, E-Auto ist doof. Und diese werden dann dazu übergehen, dass sie halt eben noch länger von einer Elektromobilität, von einer Veränderung der Mobilität, von der Verkehrswende Abstand nehmen, lieber so weitermachen wie bisher, weil ihnen ja oft genug in so einer Doku gesagt wurde, es ist eigentlich kein Unterschied. Etwas konfuser wird es dann noch, als man dann 300 Kilometer in den Norden nach Tocopilla geht, wo unter anderem der Strom produziert wird für die hohen Energiemengen, die nötig sind für den Bergbau. Und dort hat die Regierung eines der vielen Kohlekraftwerke aufgebaut. Und dieses Kohlekraftwerk, die Aussonderung des Kohlekraftwerks, machen die Leute in der Region nachweislich krank. Das ist insofern verwirrend, weil natürlich macht es keinen Sinn, wenn ich Rohstoffe aus dem Boden hole, um damit erneuerbare Energien zu bauen und diese Rohstoffe sozusagen mit fossilen Energieträgern gewinne. Natürlich muss das verändert werden, natürlich muss das umgebaut werden. Und da sind wir wieder bei den Förderbedingungen. Das macht ja die erneuerbaren Energien an sich nicht schlecht, sondern es sind lediglich die Förderbedingungen, die verändert werden müssten. Das bedeutet im Umkehrschluss, die ersten erneuerbaren Energien, die hergestellt wurden, hätte man eigentlich vor Ort aufbauen müssen, um weitere erneuerbare Energien, die man aus den gewonnenen Rohstoffen gewinnt, dann eben sauber produzieren kann. Dass so die Welt leider nicht funktioniert, ist ein Ergebnis der verschiedenen Staatensystemen, der verschiedenen Regierungen und auch von Korruption. Das sind die Themen, die wir eigentlich ansprechen müssen, die wir behandeln müssen. Und dabei ist es, denke ich, der falsche Weg, die erneuerbaren Energien und die Energiewende als solche zu kritisieren. Und dann kommt der Punkt, wo eben erklärt wird, dass in Tocopilla, wo das Kohlekraftwerk steht, gar keine Kohle vorkommt. Diese kommt mehrere tausend Kilometer aus Kolumbien über dem Seeweg. Und hier wird ganz klar, in Kolumbien leidet die Bevölkerung unter dem Kohleabbau, unter den Schäden an der Umwelt und an der Natur, die dort existieren. Dann wird diese Kohle unter höchsten Anstrengungen und Energieaufwand per Seeweg nach Tocopilla, nach Chile transportiert, um dort
in Kraftwerken verfeuert zu werden. Dort entstehen auch wieder Schadstoffe, um den Strom zu produzieren, der dann in die Kupferminen gelangt. Und da zeigt sich eigentlich doch sehr deutlich, wo wir heute stehen und wo wir hin müssen. Denn auf unserer Welt kann man keinen dieser komplexen Punkte einzeln behandeln. Sie hängen alle irgendwo irgendwie zusammen. Und in dem Wort Energiewende steckt ja bereits drin, dass wir uns in einer Wende befinden. Und wir sind noch lange nicht an dem Punkt, dass wir alles aus erneuerbaren Energien speisen können, dass wir alle sauber und nachhaltig unterwegs sind. Länder, die aber das nötige Geld besitzen, diese Energien sozusagen in eine Massenproduktion zu bringen, um sie damit weiterzuentwickeln und günstiger zu machen, das sind die westlichen Länder. Und es ist natürlich verheerend, auf der einen Seite, dass die erneuerbaren Energien mit Rohstoffen produziert werden, die aus schmutzigen Minen kommen. Es ist aber unabdingbar, weil diese Minen existieren nun schon ziemlich lange, viele Jahrzehnte. Und die existieren nicht erst seit den erneuerbaren Energien. Das bedeutet, wir bauen jetzt erneuerbare Energien auf und je mehr das werden, desto günstiger werden die erneuerbaren Energien und die Produktion dessen. Dies hat dann wiederum eine Strahlwirkung auf den Rest der Welt und sorgt dafür, dass dann in diesen Regionen lieber heute als morgen auch erneuerbare Energien aufgebaut werden können, dann vielleicht sogar schon in einer weiterentwickelten Form, die dann auch wieder weniger Rohstoffe benötigt oder sogar zum großen Teil aus recycelten Rohstoffen produziert wurde. Und das ist es doch, was in dem Wort Energiewende steckt. Und diesen Wandel, diese Strahlwirkung, die müssen wir jetzt mit erneuerbaren Energien, mit sauberen Technologien hinbekommen. Dass in diesen Technologien eben genau die Stoffe drin stecken, die dort in schmutzigen Minen abgebaut werden, ist natürlich eine Krux, aber sobald die Strahlwirkung einsetzt, kann in diesen Ländern auch saubere Energie produziert werden. Das Problem ist, warum wartet man in diesen Ländern halt eben, bis die erneuerbaren Energien günstiger sind? Das liegt halt einfach an unserem Wirtschaftssystem, am Kapitalismus, dass die Betreiber dieser Minen Geld verdienen wollen und sie wollen ihre Gewinne maximieren. Das heißt, sie werden sich entweder erst bewegen, wenn die Energie sowieso günstiger ist, das heißt also für sie eine höhere Marge abfällt, oder aber entsprechende politische Regularien geschaffen werden. Da viele dieser Länder in diversen Vereinigungen mit drin sind und auch die Verträge mit unterschrieben haben, ist es dann wiederum fragwürdig, warum sich dort so wenig tut. Ist das aber dann die Schuld der erneuerbaren Energien oder der Regierungen vor Ort? In diesem Zusammenhang wird dann auch der französische Energiekonzern Engie genannt, der 15 Kohlekraftwerke in Chile betreibt und ein 16. zu dem Zeitpunkt damals gerade im Bau befindet. Das ist insofern natürlich grotesk, weil man sagt, auf der einen Seite, wir befinden uns gerade in der Energiewende, wieso werden denn da noch Kohlekraftwerke gebaut? Denn Chile hat doch auch angegeben, aus der Kohleverstromung auszusteigen. Ja, aber in der Doku wird auch erwähnt, dass dies nicht vor 2040 passieren soll. Gleichzeitig steigt Deutschland selber auch erst aus der Kohleverstromung 2035, 2038 aus. Ob das dann so kommt, ist die nächste Frage. Es bleibt zu hoffen, dass diese Termine natürlich noch vorgezogen werden. Nichtsdestotrotz stehen aber diese Handelsketten und die Kohle ist halt einfach günstig. Würde es die Regierung von Chile ernst meinen, dann würde sie hier entsprechende Zölle beispielsweise auf Kohle anwenden, um diesen Kohlestrom zu verteuern.
Und dann wären Energiekonzerne beispielsweise auch gezwungen, dort auf erneuerbare Energien zu setzen. Warum dies noch nicht vorher passiert, ist natürlich eine Frage, die man sich zurechtstellt. Es bleibt aber trotzdem festzuhalten, dass der Energiekonzern Engie bereits heute Strom zu über 50% aus Erdgas gewinnt, zu 16% aus Kohle und zu 9% aus Atomenergie und den Rest aus erneuerbaren Energien. Natürlich wäre es uns ein Anliegen, dass die Energiewende schneller voranschreitet und wir lieber heute als morgen alles umändern. Aber die Realität innerhalb unseres Wirtschaftssystems sieht halt einfach so aus, dass man hier noch auf Kohlekraftwerke setzt. Auch in Deutschland sind erst relativ neue Kohlekraftwerke zu dem damaligen Zeitpunkt ans Netz gegangen. Auch wenn wir auch bestätigt haben, dass wir aus der Kohleverstromung aussteigen wollen. Das scheint ein Widerspruch in sich zu sein, ist auch ein Widerspruch in sich. Aber die Zeit, die wir nicht haben, die nehmen wir uns. In diesem Zusammenhang wird dann aber auch in der Doku die richtige Schlussfolgerung gezogen. Und es wird gesagt, die Energiewende kann schon absurde Züge annehmen. Denn um saubere Energien in einem Teil der Erde zu fördern, müssen schmutzige Energien im anderen Teil der Erde aufgebaut werden. Wie gerade aber schon erwähnt, ist das teilweise nicht ganz so einfach und alle Ketten hängen irgendwie zusammen. Nun geht die Doku nach Norwegen. Und Norwegen, wird gesagt, hat seine Energiewende bereits vor 20 Jahren eingeläutet. Und anhand des Beispiels von Oslo wird gezeigt, dass bereits jedes zweite verkaufte Fahrzeug ein Elektrofahrzeug ist. Zum Zeitpunkt der Doku hat Oslo etwa 400 Elektroauto-Ladestationen. Bis 2025 sollen das 8000 werden. Es wird auch gesagt, welche Vorteile Elektrofahrzeuge genießen, die politischer Natur sind, inwiefern Elektrofahrzeuge gefördert werden und wie man davon profitieren kann. Nachdem dann eine Verkehrsverantwortliche von Norwegen den schönen Satz sagt, dass Norwegen hier schöne Modelle für die Elektrifizierung des Straßenverkehrs hat, an dem sich andere Länder noch ein Beispiel nehmen können, folgt die Ernüchterung auf dem Fuße. Und es wird ein Geologe befragt, der sagt, dass die norwegische Regierung sich sehr wohl bewusst ist, woher die Rohstoffe stammen. Es wird dann die Behauptung aufgestellt, dass für die Norweger der CO2-Ausstoß sozusagen an der Landesgrenze aufhören würde. Und es wird kritisiert, dass man halt eben sein eigenes Land sauber bekommt auf den Rücken anderer Länder. Doch dass diese Betrachtung sehr kurz ist, zeigt sich halt eben daran, was wir zuvor gesehen haben und wie ich dazu Stellung genommen habe. Und zwar, dass natürlich erneuerbare Energien, saubere Förderbedingungen wichtig sind in anderen Ländern. Dass diese aber nicht von bei Null entstehen. Was natürlich bei der Betrachtung von Norwegen nicht fehlen darf und auch nicht fehlt in der Doku, ist natürlich die Kritik an Norwegens Förderung von Öl und Gas und den damit verbundenen Export. So ist Norwegen der siebtgrößte Exporteur für Öl in der Welt. Und man könnte meinen, Norwegen macht sich hier einen sauberen Anstrich und verkauft gleichzeitig das schmutzige Öl für die Verbrennungsmotoren in der ganzen Welt. So zumindest wird es in der Doku dargestellt. Dass das Öl, welches in Norwegen gefördert wird, tatsächlich aber nur zu einem Bruchteil für Verbrennungsmotoren verwendet wird, wird dabei vollkommen außer Acht gelassen. Produkte unseres täglichen Lebens aus Plastik und etlichen anderen Kunststoffen beinhalten Öl. Und natürlich sollten wir da schauen, da es sich hier um einen endlichen Rohstoff handelt, dass wir dies tunlichst umändern. Alternativen gibt es ja hier auch bereits.
Doch. Die Frage ist dann wieder, nehme ich lieber Plastikbesteck mit Öl aus Norwegen oder nehme ich Bambusbesteck, welches irgendwo aus den Regenwäldern beispielsweise kommt. So gesehen bleibt es also nicht aus, dass wir in irgendeiner Art und Weise irgendwoher unsere Rohstoffe bekommen. Und man muss sich eben immer die Frage stellen, inwiefern und in welchem Umfang wollen wir diese Rohstoffe fördern. Dass dies sauberer werden muss, das ist ganz klar. Dass dies niemals so sauber und so nachhaltig passieren kann, wie wir es gerne hätten. Der Illusion muss man sich halt eben einfach auch hingeben und muss sagen, das ist halt leider so. Wir werden es nicht schaffen. Dafür sind wir Menschen wahrscheinlich nicht gemacht. Trotzdem sollte man natürlich nicht aufgeben und sollte weiterhin dran festhalten und sollte versuchen, stets einen möglichst sauberen Weg hinzubekommen. Ich bleibe aber, wie gesagt, bei der Annahme, dass, wenn sich erneuerbare Energien, saubere Technologien jedweder Art in den westlichen Ländern ausgebreitet haben, dass diese dann im Preis auch weiter sinken, wie sie es ja schon in den letzten Jahren tun, und dann eine noch größere Strahlwirkung auf eben Schwellenländer und Drittweltländer haben. Dass von der Logik her gerade diese Länder es sind, die ja für uns produzieren und eigentlich die ersten sein müssten, die mit diesen Energien und mit diesen Technologien versorgt werden, das ist unbestritten. Dass sie es aber nicht sind, ist halt nun mal die Realität. Und das ist die Realität, die nicht nur bei den sauberen Energieträgern oder Produkten oder Gewinnungsverfahren existiert, sondern das ist die Realität, die bei allen existiert. Und hier erinnere ich mich gerne an eine Aussage aus dem Clean Electric Podcast mit dem deutschen, Schweizer und Österreich-Chef von Shell, der auch sagte, sie fördern gerne die Elektromobilität und sie wollen gerne mehr Elektroautoladesäulen aufbauen. Aktuell orientiert man sich aber an der Nachfrage. Und so bietet man dem Kunden das, was der Kunde haben möchte. Und solange eine Mehrheit der Kunden nun mal mit Verbrennungsmotoren fährt, wird man auch zum Großteil Zapfsäulen an den Tankstellen haben. Und das ist halt auch ganz normal. Das ist halt ein wirtschaftliches Denken. Bei aller Ideologie mal beiseite geschoben. Und ähnlich verhält es sich hier auch in Norwegen. Natürlich geht Norwegen den richtigen Weg und zeigt, wie ein sauberes Land funktionieren kann, welche Möglichkeiten es dort gibt und was man damit machen kann. Gleichzeitig sitzt Norwegen aber auf sehr wertvollen Rohstoffen und fördert diese und verkauft diese dorthin, wo der Bedarf ist. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, und das klingt jetzt natürlich etwas abgedroschen, aber es ist deshalb nicht weniger wahr, würde es Norwegen nicht machen, würde es jemand anders machen. Denn noch gibt es ausreichend Erdöl. Und Norwegen sagt sich dann verkaufen wir es halt und finanzieren damit unsere Energiewende. Damit sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade schon mal eingehend angesprochen habe, mit den Schwellenländern und der Strahlwirkung. Je schneller die modernen Länder, die westlichen Länder auf die Energiewende setzen, die Energiewende vollziehen und die neuen Technologien ausbauen und weiterentwickeln, desto eher hat das eine Strahlwirkung auf andere Länder. Und dann wird irgendwann auch die Nachfrage an diesen fossilen Energieträgern in den anderen Ländern sinken. Ist es deswegen verwerflich, diese fossilen Energieträger jetzt noch weiter zu verkaufen? Darüber kann man natürlich streiten, aber macht es deswegen die sauberen Energieträger auf der anderen Seite schlechter? Darüber hinaus wird dann Norwegen eine schizophrene Energiepolitik vorgeworfen. Gut, darüber, wie gesagt, kann man gerne streiten, aber es wird ein Vergleich gezogen, in dem man sagt, Norwegen selber ist im Weg zum CO2-neutralen Land. Gleichzeitig fördert es aber das Öl und exportiert es
und übernimmt keine Verantwortung für den CO2-Ausstoß, der daraus dann resultiert. Und man zieht den Vergleich, als würde man Kokain verkaufen und würde sagen, die Verantwortung läge allein beim Konsumenten. Also ich wüsste nicht, wann irgendein Kokainverkäufer jemals Verantwortung für die Folgen des Produkts übernommen hat. Also der Vergleich hinkt aus meiner Sicht doch sehr stark. Ich meine, vielleicht fällt euch etwas ein, wie das gemeint ist, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber Norwegen mit einem Kokainverkäufer zu vergleichen, ist doch schon so ein bisschen abstrus. Und dann kommt der interessante Punkt. Denn bei Minute 46 kommt endlich wieder theatralische Musik. Dunkle, schnelle Bilder. Und aus der Off-Stimme hört man, das Elektroauto als grüne Technologie wird in Norwegen sehr stark propagiert. Dass dessen Umweltbilanz den Verantwortlichen wirklich bekannt ist, wird dabei verschwiegen. Und der Pakt zwischen Politik und dem schadstofffreien Auto beginne bereits in den 90ern. Und hier merkt man schon wieder, in welche Richtung das geht. Das heißt, man hat eine ganze Dreiviertelstunde gebraucht, um wieder diesen Bogen zu spannen zum Elektroauto. Und jetzt, glaube ich, kommt zum Showdown. Denn jetzt spitzt sich die Lage zu und hier wurde eine ganz klare Aussage getroffen. Hier wurde keine Frage mehr gestellt, sondern hier wurde gesagt, es gibt eine wahre Umweltbilanz, die verschwiegen wird. Denn Mitte der 90er sind die Treibhausgase im Fokus der Klimaschützer, so wird es hier gesagt. Und schnell ist auch ein Sündenbock ausgemacht, denn es soll der Verkehr sein. Es sind die Autos, die Flugzeuge, die Schiffe, die Traktoren, die LKWs, die hier maßgeblich dafür Sorge tragen für die Treibhausgase. Und nun wird gesagt vom Umweltminister, vom ehemaligen französischen Umweltminister, dass ein paar clevere Kerlchen dann auf die Idee gekommen wären, ein Elektroauto zu entwickeln. Und das ist so nicht ganz richtig, denn die Elektromobilität ist ja bereits älter als der Verbrennungsmotor. Um die Jahrhundertwende gab es beispielsweise in Berlin sogar mehr Elektrofahrzeuge als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Was hat sich denn dann aber geändert? Geändert hat sich einfach nur eins. Und zwar, es wurde der elektrische Anlasser zum einen entwickelt, der Autos mit Verbrennungsmotoren sozusagen leichter starten ließ. Die musste man nämlich vorher immer beschwerlich ankurbeln. Und zum anderen waren es die vielen Kriege. Die vielen Kriege, die hohe Mengen an Öl, Benzin und so weiter benötigten. Und sobald die Kriege vorbei waren, waren aber weiterhin die hohen Fördermengen da. Und es gab einen Überschuss oft an diesen Stoffen. Und man hat die Fördermengen nur geringfügig reduziert und dadurch war dieser Stoff einfach günstig zu haben auf der ganzen Welt. Und somit war der Betrieb eines Verbrennungsfahrzeugs damals wesentlich günstiger als die umständlichen Elektrofahrzeuge, die damals noch über mehrere Stunden ganz langsam geladen werden mussten. Und auch in Frankreich, auf das sich ja der Umweltminister dort bezieht, gab es schon seit ungefähr 50 Jahren Elektrofahrzeuge, unter anderem entwickelt von Peugeot, immer mal wieder gebaut, speziell für den Einsatz an Flughäfen, da hiervon eine geringere Brandgefahr ausging als von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Der gleiche Umweltminister von Frankreich sagt dann, dass auf diesem Weltgipfel 2002 in Johannesburg auch Autohersteller waren und sagten, seht her, hier sind unsere Fahrzeuge. Wir haben jetzt elektrische Fahrzeuge, die keine Schadstoffe ausstoßen. Und das ist dann doch schon ein bisschen sehr verkürzt dargestellt. Denn 2002 gab es maximal die ein oder andere Studie. 2002 gab es seitens BMW eher den Wasserstoffverbrennungsmotor, auf den damals noch gesetzt wurde, auf dem seit
unter anderem Mercedes-Benz, seit Mitte der 80er sagte, in 2, 3 Jahren, vielleicht 5 Jahren wird der Serienreife haben. Und seitdem immer wieder propagiert wurde, bis sie sich letztendlich dann, ich glaube 2019 oder jetzt dieses Jahr, endgültig mal vom Wasserstoff verabschiedet haben, weil sie erkannt haben, nach gut 40 Jahren Entwicklungsarbeit, dass man diesen Antrieb einfach nicht so effizient und nicht so nachhaltig herstellen kann. Was will man uns aber damit sagen? Naja, die Off-Stimme kommt kurz danach und wird gesagt, dass das Elektrofahrzeug sinnbildlich für eine tugendhafte Gesellschaft steht. Und das ist die Frage, die ich mir stelle. Diese Doku stammt von 2018. Und 2018 gab es ganz andere Bilder von einer tugendhaften Gesellschaft als die mit einem Elektrofahrzeug. Jetzt kommen Elektrofahrzeuge langsam in den Markt. Wir haben in Deutschland ungefähr eine Marktdurchdringung von knapp 3%. Da kann man noch nicht von einem Sinnbild für eine tugendhafte Gesellschaft sprechen. Davon könnten wir sprechen, wenn wir vielleicht 25% hätten. Aktuell ist es aber so, dass Elektrofahrzeuge eben genau wegen solcher Dokus sich extrem schwer durchsetzen. Es ist nämlich nicht ihre Aufladbarkeit oder ihre Handhabung, die viel einfacher sind, als die breite Masse denken mag. Es sind immer wieder solche Dokus, die völlig verquere Zusammenhänge ziehen. Und da muss ich auch eins sagen, die tugendhafte Welt, die hier erzählt wird, und dieses Stilbild, welches angeblich durch das Elektroauto entstanden sein soll, das ist die Welt und dieses Bild, welches immer wieder von den Kritikern stilisiert und gezeichnet wird. Es wird nicht von den Elektroauto-Befürwortern gezeichnet, sondern gerade von den Kritikern, von den Vertretern der alten Welt, der alten Industrie, der Verbrennerindustrie und jener, die wollen, dass man möglichst lange eben an den alten Technologien festhält, die unter anderem beispielsweise, wie gerade erwähnt, von Norwegen bedient werden. . 2009 wurde dann eine Studie seitens der französischen Regierung in Auftrag gegeben beim Institut ADEM, welches untersuchen sollte, wie sauber Elektrofahrzeuge denn wirklich sind. Und es wird dabei auch beschrieben, dass für diese Betrachtung auch die Gewinnung der Rohstoffe für Elektrofahrzeuge maßgebend sind. Sehr interessant dabei ist, dass nur ein Teilnehmer dieser Studie nach über 10 Jahren bereit ist, hier mit Arte zu sprechen. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein Whistleblower, die anderen haben alle Maulkörbe vorgehalten bekommen und die sollen nichts sagen und dieser eine, der traut sich nun endlich mal die Wahrheit zu sagen. Tatsächlich hat aber die Vergangenheit gezeigt, dass wenn eine Person etwas behauptet oder sagt, sie sagt die Wahrheit und diese eine Person keine Belege für seine Behauptung hat, dass das dann doch oftmals nicht alles ganz so der Wahrheit entspricht. Gehen wir aber davon aus, dass seine Behauptungen der Wahrheit entsprechen. So behauptet er unter anderem, dass wenn in dieser Studie irgendwelche Punkte waren, die dem Elektroauto nachteilig gewesen wären, dass sich dann Renault einschaltete, die offensichtlich zu dem Zeitpunkt bereits große Summen in die Elektromobilität investierten und dass diese forderten, dass diese Teile aus der Studie herausgenommen werden. Das wäre schlimm und das sollte natürlich nicht passieren. Jetzt können wir aber sagen, seit 2009 hat sich einiges getan, denn noch vor wenigen Jahren konnte man berechnen, dass zur Produktion einer Kilowattstunde Akkus etwa 200 Kilo CO2 emittiert wurden. Heute, 2020, stehen wir bereits bei zwischen 60 bis 80 Kilogramm CO2. Das ist weniger als die Hälfte, als noch vor 4, 5 Jahren. Und das wären dann 2015.
Diese Studie ist von 2009. Und da muss man sich dann schon fragen, okay, nun kann man natürlich sagen, dass solch investigativer Journalismus eine Weile braucht. Und die Doku basiert ja auf dem Buch von 2018 von Guillaume Pitron, der ja mit beteiligt war an dieser Dokumentation, der ja wohl 6 Jahre lang recherchiert hat. Rechne ich von 2018 6 Jahre zurück, sind wir bei 2012. Das deckt sich ungefähr mit dieser Studie. Das Problem an der Thematik ist nur, dass man nochmal 2 Jahre später, 2020, diese Doku aus veralteten Zahlen neu ins Deutsche synchronisiert hat. Und hier kommen wir jetzt langsam so zum Kern der Thematik. Sie einfach nur neu synchronisiert hat, um 1, 2 modernere Szenen aus dem Genfer Autosalon erweitert hat und dann daraus eine Story macht. Das Problem ist aber, dass, und die sind hier unten, die ganze Zeit, was hier unten so durchläuft, sind die Links unten in der Videobeschreibung, dass aktuelle Studien zeigen, dass eben das Elektroauto ganz anders dasteht. Und das liegt an den schnellen Weiterentwicklungen in diesem Bereich. Das liegt nicht zuletzt an den immer besser werdenden Förderbedingungen, aber auch in der immer weiter steigenden Effizienz. So werden die Energiedichten der Akkus immer besser. Das heißt also, für eine gleiche Strecke an zurückgelegtem Weg wird immer weniger Lithium verwendet. Gleichzeitig werden Akkus vorgestellt und heute schon produziert, die kobaltfrei sind, weil diese Thematiken ja auch bereits in dem Bericht vorkamen. Gleichzeitig gibt es Fahrzeuge, die ohne oder mit weniger seltenen Erden auskommen, da sie beispielsweise über fremderregte Asynchronmotoren verfügen. Und die Innovationen schreiten hier so schnell voran, dass selbst Studien, die 1 oder 2 Jahre alt sind, schon längst überholt sind. Das führt einen also zu dem Schluss, was stand denn effektiv in der Studie von damals? Hier wird in der Doku so gesagt, dass dort Sachen drin standen oder reingekommen wären, die dem Elektroauto zum Nachteil verbracht hätten. Die Frage ist aber, was stand da wirklich drin? Und das erfahren wir halt leider nicht, denn es hätte ja auch sein können, dass dort Punkte drin hätten drin stehen sollen, wie aktuell sieht es so und so aus, aber zukünftig ist da und davon auszugehen. Und dann ist immer die Frage, ob die Haltung von Renault, die hier angestrebt wird, die hier angesprochen wird, tatsächlich eine ist, die wirklich negativ, dass man wirklich versucht hat, negative Sachen fürs Elektroauto zu vermeiden, oder hat man vielleicht sogar perspektivische Sachen versucht zu vermeiden. Denn ja, Renault hat bisher schon große Summen in die Elektromobilität investiert, aber bei Weitem nicht den großen Sprung bisher gewagt. So wird dann noch natürlich in der Doku darauf hingewiesen, dass die Publikation eher still und leise erfolgte und dass diese Studie, die dann ausgearbeitet wurde, in der dann aber auch eben diese kritischen Punkte drin gewesen sind, dass also sozusagen Renault sich nicht durchsetzen konnte und die Studie weiterhin unabhängig sein sollte, dass diese dann aber still und leise veröffentlicht wurde mit einer 18-monatigen Verspätung. Woher diese Verspätung stammt, worin sie begründet ist, wird leider nicht gesagt. Und das ist dann, natürlich kann man das negativ sehen, aber gut. So wird dann aber letztendlich auch darauf eingegangen, dass die Studie in ihrer Vollversion nach mit einer 18-monatigen Verspätung veröffentlicht wurde. Leider wurde sie nicht mit dem großen Tamtam, wie es sich der eine Whistleblower aus dem Kreise der Ersteller sozusagen gewünscht hätte, veröffentlicht. Aber sie wurde in ihrer Vollversion veröffentlicht, das heißt also mit der Kritik am Elektroauto. Die stellende Institution ADEM setzt dazu noch sogar einen drauf und
erweitert die Studie sogar noch um den Passus, dass sie zu dem Schluss kommt, dass Elektrofahrzeuge genauso schmutzig seien wie konventionell betriebene Fahrzeuge mit fossilen Kraftstoffen. Und das ist halt für mich persönlich sehr schwer zu glauben, denn hier wird einfach nur eine Doku, die bereits 2 Jahre alt ist, neu synchronisiert, um ein paar neue Bilder erweitert, bezieht sich aber auf über 10 Jahre alte Zahlen, die wahrscheinlich darauf beruhen, dass man eben davon ausging, von dem Ist-Zustand ausging, wie wir es zuvor schon gehört haben, dass man halt eben davon ausging, dass überall in der Welt schmutzig produziert wird und mit diesen schmutzig gewonnenen Rohstoffen schmutzige Batterien hergestellt werden und diese dann in ein Elektrofahrzeug eingebaut werden. Es sei dazu gesagt, dass bei sämtlichen Studien, die mir untergekommen sind, vor 2018 stets beim Elektrofahrzeug der Akku berücksichtigt wurde, aber beim Verbrennungsfahrzeug immer nur der Verbrennungsprozess. Das heißt also, erst seit 2018 gab es einen Wandel, dass man auch bei Autos mit Verbrennungsmotoren deren Rohstoffgewinnung und Verarbeitung und Transport mit einberechnet hat. Gleiches gilt aber auch für die vielen Metalllegierungen in den Verbrennungsmotoren. Diese wurden nämlich oft auch nicht ausreichend berücksichtigt. Und so gibt es seit den letzten 2 Jahren ausreichend Studien mit aktuellen Zahlen, die beide Systeme ganzheitlich berücksichtigen und untersuchen und zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Es reicht also nicht, eine neue Doku zu machen, indem man einfach nur alte Zahlen in einer neuen Sprache sozusagen veröffentlicht und dann sich damit feiern lässt. Als nächstes wird dann eben darauf angesprochen, dass sich zeitgleich Personen damit auseinandergesetzt haben, was ist denn mit dem Strom, mit dem die Elektroautos geladen werden. Dieser kann natürlich aus Windkraft, Wasserkraft, aber auch als Atom oder Kohle gewonnen werden. Und wie schädlich ist dieser für die Umwelt? Und hier auch wieder stellvertretend das Elektrofahrzeug zu nutzen, ist doch etwas perfide. Denn zu einer Zeit wie 2009, 2008, da kam so die Energiewende so gerade so ein bisschen da steckte sie wirklich noch in den Babyschuhen, kann man sagen. Und hier von einer Zeit zu sprechen oder hier gleich zu sagen, aber die werden ja nur mit Kohlestrom geladen und deswegen sind sie schlecht, das ist doch ein bisschen sehr kurz gedacht. Denn etwas, was wir ja aus den Studien, die sich ja nun stetig verändert haben und die ja selbst seit den letzten 2 Jahren schon permanent überholt wurden und neu erstellt werden mussten, weil sich die Entwicklungen eben immer weiter fortschreiten, wenn wir eins daraus gelernt haben, dann ja auch, dass unsere erneuerbaren Energien im Netz stetig weiter steigen. Das bedeutet, ein Elektrofahrzeug, welches ich mir vor einem Jahr oder heute kaufe, das wird von Zeit zu Zeit, wenn ich es aus dem Stromnetz lade, immer sauberer. Es wird immer grüner, es wird immer besser. Und das ist das größte Problem an den meisten Studien. Sie gehen von einem statischen Verlauf aus. Die wenigsten Studien berücksichtigen dabei den dynamischen Verlauf und eine Zunahme der erneuerbaren Energien. Und aus der damaligen Sicht kann das garantiert nicht ausreichend und umfassend passiert sein, denn aus damaliger Sicht hielt man es noch für utopisch, überhaupt 25% oder 30% erneuerbare Energien im Netz zu haben. Und heute stehen wir bei über 50%, allein in Deutschland. Weltweit stehen wir bereits bei gut 30%. Zu der damaligen Zeit noch bei 10%. Und nun wird es interessant, denn es wird gleich noch angefügt, der Satz, dass die Herkunft des Stroms, mit dem die Fahrzeuge betrieben würden, oft von der Automobilindustrie verschwiegen werden. Dazu muss man jetzt aber mal sagen, also die Automobilindustrie weiß ja nicht, mit welchem Strom du als Kunde am Ende das Elektrofahrzeug betreibst.
der Strommix ist allgemein bekannt. Da ist nichts verschwiegen. Den kann man sich überall im Netz ziehen. Da gibt es auch Links hier unten in der Videobeschreibung. Alternativ kann man ihn mit seiner eigenen Photovoltaikanlage produzieren, aber sei es drum. Auf jeden Fall kommt dann ein Vertreter der Atomlobby von Frankreich zu Wort, der halt eben sagt, naja, es ist ja ganz egal, wo sie so ein Elektrofahrzeug fahren, ob in China, in Indien oder in Deutschland, da wird immer ein Großteil der Energie aus Kohlestrom gewonnen. Und jetzt wird so langsam deutlich, in welche Richtung diese ganze Doku geht, denn wir haben ja gerade gelernt, Kohle ist schlecht. Und daraus resultiert ja eben auch, dass er eben sagt, dass dann ein Elektrofahrzeug schlechter sei als ein Elektrofahrzeug, dass ein Elektrofahrzeug schlechter sei als ein vergleichbarer Verbrenner. Jetzt muss man dazu aber sagen, inzwischen sind übrigens Studien draußen, die belegen, dass selbst mit 100% Kohlestrom wäre ein Elektrofahrzeug nach einer gewissen Laufzeit immer noch besser als ein Verbrenner. Aber gut, das schieben wir erstmal beiseite. Kohle ist schlecht, macht die Leute krank, haben wir ja auch in Südamerika gesehen. Kohle wird kritisiert am Hand des Energieunternehmens Engie. Erdöl wird kritisiert. Windräder und Solar sind aber auch keine Alternative, denn hierfür brauchen wir bestimmte Rohstoffe, die ja eben wieder aus den Ländern kommen, die wiederum diese ganzen Rohstoffe schmutzig mit Hilfe von Kohleenergie und so weiter fördern. Und nun erzählt uns das ein Vertreter der Atomlobby aus Frankreich in einer französischen Dokumentation. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, in welche Richtung diese Studie oder diese Doku gehen soll. Dieser Vertreter der Atomlobby äußert sich dann auch noch und sagt, sollte das Elektrofahrzeug eine größere Verbreitung finden und sich am Strommix orientieren, dann würden wir mehr CO2 in Summe emittieren als mit Verbrennern. Das liegt einzig und allein daran, an der Kurzsichtigkeit des Herrn, denn wir wissen nicht, wann sie genau dieses Interview geführt haben, aber heute wissen wir ja auch, wie schnell die erneuerbaren Energien wachsen können. Dass aktuell eher eine Bremse stattfindet, anstatt ein gezielter Ausbau, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber die erneuerbaren Energien haben stark zugelegt in den letzten 10 Jahren. Und da wundert man sich dann doch über diese Aussage etwas. Sie schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Hans-Werner Sinn, der ja nun auch behauptete, dass wenn Elektrofahrzeuge oder wenn Verbrennungsfahrzeuge gegen Elektrofahrzeuge ausgetauscht werden, dass wir dann einen höheren Strombedarf haben und dadurch dieser dann zugebaut werden müsste, nur Kohlekraftwerke spontan zugebaut werden können, respektive nur Kohlekraftwerke spontan hochgefahren werden können und demnach aus der Logik mehr CO2 emittiert werden würde. Dass dem aber nicht so ist, hat bereits das Fraunhofer-Institut, Link ist auch unten in der Videobeschreibung, verkündet und dass hier ein Denkfehler ist. Denn diese Schlussfolgerung ist ein bisschen zu leicht gedacht. Oder versucht uns der Herr da gerade irgendwie in dieser Studie noch ein Atomkraftwerk zu verkaufen? Tja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Es wird natürlich auch gesagt, dass der Bericht von Jean Sirotin, das heißt also, das ist der Vertreter der Atomlobby, nie veröffentlicht wurde und er ihn mehrfach versucht hat zu veröffentlichen, aber dieser leider nie veröffentlicht wurde, weil er dem entgegensteht, was die Regierung für sich wohl insgeheim schon beschlossen hat, und zwar, dass sie 2008 das Elektroauto als stilistisches Beispiel für eine saubere Zukunft dargestellt hat und dass dieser Bericht eben dem entgegengeht. Das klingt natürlich erstmal verheerend. Das klingt schlimm, wenn solche Berichte, investigativ erstellte Berichte, nicht veröffentlicht werden. Wobei ich mich dann aber fragen muss, wir leben in den 2000er Jahren und dieser Mann wirkt in dem Film doch sehr, sehr gut situiert.
Ich bezweifle, dass er nicht die Möglichkeit hat, seine Berichte über irgendwelche anderen Kanäle zu veröffentlichen. Das heißt also, wenn dieser Bericht tatsächlich investigativ, richtig und frei von Fehlern ist, dann hätte sich doch garantiert irgendwo eine Bewegung gefunden, die diesen veröffentlicht hätte. Wegen mir auch außerhalb von Frankreich. Oder woran hing's? Dann kommt man in der Doku natürlich noch zu Polestar. Und hier sind wir an dem etwas aktuelleren Teil der Doku angelangt, der noch so ein bisschen mit reingemischt wurde. Und man sagt halt eben, Polestar ist ein Tochterunternehmen von Volvo, ein rein batterieelektrischer Hersteller. Und dass dieser einen verspricht, man könne mit seinen Produkten die Welt retten. Und ein Vertreter von Polestar sagt halt eben, dass die Elektrofahrzeuge absolut sauber sind und es zwar eine Debatte gebe um die Herkunft des Stroms, diese aber unbegründet sei. Nun muss man dazu sagen, da handelt es sich natürlich wieder um einen Verkäufer. Was soll ein Verkäufer auch anderes sagen? Hat ein Verkäufer jemals, wenn man sich in ein Autohaus gegangen ist oder auf eine Messe gegangen ist und sich für einen Diesel oder für einen Benziner interessiert hat, hat der jemals was von den Ölsanden erzählt? Hat der jemals etwas von den unmenschlichen Bedingungen im Nahen Osten erzählt? Hat er jemals etwas von vertriebenen Völkern erzählt? Zur Gewinnung der Rohstoffe, zur Produktion eben dieser Verbrennungsfahrzeuge? Nein, mit Sicherheit nicht. Und genauso wenig wird es dieser Verkäufer tun. Dass die Debatte natürlich durchaus begründet ist, das wissen wir und das wissen viele Institute und dessen haben wir uns ja schon hier auch in diesem Faktencheck sozusagen angenommen. Dass man allerdings die Welt retten könne mit den Autos von Polestar, das behauptet hier nur wieder die Doku und eben nicht der Verkäufer. Und hier sind wir wieder an dem Punkt des Stilbildes Elektroauto oder Elektromobilität. Denn die Elektromobilität wird natürlich gefördert, sie soll natürlich weiterhin ausgebaut werden, aber die ganzen Institutionen sind sich durchaus den Umständen bewusst, dass die Batterien und die gesamten Rohstoffe für die Produktion von Elektrofahrzeugen natürlich aus nachhaltigen Quellen stammen müssen. Und das ist unumstritten. Dessen sind wir uns bewusst. Und natürlich müssen wir hier schauen, wie kann man Druck auf die Produzenten ausüben. So wird unter anderem auch erwähnt, dass es in Europa zwischen Deutschland und Frankreich zum Beispiel bereits Bündnisse gab für eine Batteriezellherstellung. Und sich aber vor diesem Hintergrund bereits China schon längst in Position gebracht hat. China hat schon lange das Monopol auf die Rohstoffförderung und China ist im Gegensatz zu den Ländern im Nahen Osten mit ihrem Quasi-Monopol auf Erdölprodukte noch lange nicht damit zufrieden, sondern China möchte auch die führende Rolle übernehmen im Bereich der Akkuproduktion. Und so wird zum Beispiel hier eine Person interviewt, die ganz klar sagt, dass die Akkutechnologien, die aktuell verwendet werden, erst vor wenigen Jahren entwickelt wurden. Man aber bereits heute zum größten Produzenten von Lithium-Ionen-Akkus aufgestiegen ist. Inwiefern das nun schlimm ist, das muss jedes Land für sich selbst entscheiden. Denn das Elektroauto, welches angeblich schon seit gut 10 Jahren ins Positive stilisiert wird, für dieses und für dessen Produktion haben sich ja die Länder und die Hersteller bisher nicht interessiert. Denn hätten sie frühzeitig, bereits 2002, wie man es ja anhand der Angaben sehen konnte in der Studie, hätten sie sich bereits dort dafür interessiert, hätten sie sich große Teile der Rohstoffgewinnung, aber auch der Produktion, der Fertigung dieser Batterien und Antriebe sichern können. Dies hat man aber nicht getan und hat weiterhin an der alten Welt festgehalten. So sieht doch die Doku ein wenig so aus, als käme sie von einem bockigen kleinen Kind,
welches jetzt sauer ist, dass man ihm eben die Schippe weggenommen hat, für die man sich die letzten Jahre nicht interessiert hat. Nach einer Stunde und 6 Minuten kommt die Doku dann zu dem Schluss, dass in China die Innenstädte sehr stark von Smog belastet sind und die Elektrifizierung des städtischen Verkehrs hier ein einträgliches Geschäft für die Hersteller sei. Am Beispiel des Herstellers BYD wird gezeigt, wie man sich vom Akkuhersteller zum Mobilitätsanbieter mausern kann und dass dieser mittlerweile auch auf den Weltmarkt übergreift. Das liegt nicht zuletzt daran, dass BYD groß geworden ist durch hohe Stückzahlen in China selbst. China ist nicht zuletzt der größte Markt auf unserem Planeten und so können Hersteller wie BYD bereits in ihrem Heimatmarkt große Stückzahlen absetzen und somit die Stückkosten erheblich senken. Nun wird die Frage aufgeworfen, ob chinesische Elektrofahrzeuge die 13 Millionen Arbeitsplätze in den Automobilbranchen unserer westlichen Welt gefährden. Am Beispiel der Photovoltaikindustrie wird hier weiter ausgeholt. Denn die Photovoltaikindustrie hat es wohl schon verspürt und hat es mitbekommen, wie es ist, wenn die Marktmacht von China um sich schlägt. Dabei sieht es doch tatsächlich so aus, dass über Jahrzehnte, wenn nicht sogar das ganze Jahrhundert über, die westliche Welt es war, die den chinesischen Markt dominiert hat, die den Chinesen diktiert hat, welche Fahrzeuge nun besser sind und welche Fahrzeuge auf den Markt kommen. Und nun hat eine neue Technologie um sich geschlagen und nun klingt es so ein bisschen so, als wenn man plötzlich in Schockstarre verfällt und sagt, wie konnte das denn passieren, dass die Chinesen uns plötzlich überholen? Naja, das geht relativ einfach. Die halbe Welt, wenn nicht sogar die ganze Welt, zum Großteil lässt in China produzieren. Und Chinesen sind nicht dumm, auch wenn das vielleicht der ein oder andere ganz gerne so sehen mag. Und die Chinesen oder die Chinesen haben sich dann einfach gesagt, warum sollen wir uns auf einem Markt in der Mobilität von Verbrennungsmotoren dominieren lassen, wo wir diverse Länder oder diverse Hersteller nie einholen werden. Während die Hersteller natürlich werbewirksam immer für Elektromobilität geworben haben, haben sie insgeheim doch diese immer wieder weiter verschleppt. Und so sorgte das dafür, dass andere Hersteller inzwischen an ihnen vorbeiziehen konnten und im Hinterstübchen teilweise grandiose Erfolge feiern konnten bei der Weiterentwicklung. Und so ist es hier auch bei chinesischen Herstellern wie BYD. Ob chinesische Unternehmen hier in Europa Arbeitsplätze in der Automobilbranche gefährden können, weil sie große Marktanteile wegschnappen, das wird sich noch zeigen. Und es wird sich zeigen, wie schnell unsere Automobilkonzerne bereit sind, umzuschwenken. Denn die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Und die Entwicklung ist auch nicht durch Deutschland aufzuhalten. Die Entwicklung kommt von den großen Weltmärkten. Und die sind allen voran an erster Stelle China und an zweiter Stelle die USA. Anhand der Photovoltaikindustrie soll hier nun gezeigt werden, wie China auch der europäischen Automobilindustrie, der westlichen Automobilindustrie gefährlich werden kann. So wird hier zum Beispiel gesagt, dass gerade die Photovoltaikindustrie in Frankreich herbe Verluste einstecken musste. Und ja, es ist unumstritten, dass Photovoltaik heutzutage aus China kommt. Doch auch Deutschland hatte eine große Photovoltaikindustrie. Diese wurden aber nicht zuletzt durch den Chinesen kaputt gemacht, sondern durch die örtlichen Behörden. Denn so sehr wie Photovoltaik ursprünglich eigentlich hochstilisiert wurde und gewollt wurde, genauso gut wurde ihr dann nämlich Steine zwischen die Beine geworfen. In Frankreich nicht zuletzt durch die Atomlobby, die hier ganz starken Einfluss auf die Regierung nahm, und in Deutschland durch diverse andere Verbände, nicht zuletzt die Kohleindustrie, die hier auch ganz stark gesehen hat. Man hat Photovoltaik eher für so ein
Spielzeug gehalten und hat es hochgehalten und hat gesagt, das ist so ein Saubermann, den können wir da hinstellen und dann sieht es so aus, als wenn wir was für den Klimaschutz tun. Als die Photovoltaik aber einen Siegeszug startete und richtig durchstartete, haben einige ganz große Angst bekommen, dass hier ihre alten und etablierten Geschäftsmodelle stark gefährdet sein könnten. Und so wurde die Photovoltaik lange Zeit wieder abgewickelt in Deutschland. Und das hatte zur Folge, dass hier in dieser Zwischenzeit die Chinesen, die chinesischen Unternehmen, mit Hilfe der chinesischen Regierung natürlich unfassbar große Produktionszentren aufbauen konnten, Weiterentwicklungen feiern konnten und so dann halt eben wesentlich günstigere Stückzahlen produzieren konnten und nun heute den Weltmarkt beherrschen. Photovoltaik ist kein Hexenwerk. Und daher ist es umso schade, dass es in Mitteleuropa eigentlich heute keine nennenswerte Photovoltaikproduktion mehr gibt. Ob das dann am Ende der Automobilindustrie genauso geht, hängt hierbei leider ganz von der Automobilindustrie ab und weniger von unseren Politikern und wie sehr das Elektroauto bei uns gewollt ist. Denn China ist der größte Markt auf dieser Welt, direkt vor den USA als zweitgrößten Markt. Den Weltmarkt interessiert es nicht, was wir Deutschen oder wir Franzosen wollen. Das ist eher so Lippenbekenntnisse. Natürlich sind wir starke Wirtschaftsmächte. Damit unsere Industrien aber weiterhin am Weltmarkt bestehen können, müssen wir mit der Zeit gehen. Denn wie heißt so schön ein Sprichwort? Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und hier wird sich zeigen, ob sich chinesische Hersteller mit ihren Techniken gegen westliche Hersteller durchsetzen können. Und dabei zeigen sich ja bereits heute, und das kann ja die Studie auch nicht abbilden, da diese Kooperationen viel, viel später entstanden sind, zeigen sich ja bereits Kooperationen mit deutschen Automobilherstellern. Warum? Weil die chinesischen Produzenten natürlich die Antriebe und die Akkus in einer Perfektion produzieren können, von der wir noch träumen. Aber sie haben ein Defizit. Und man sagt immer so schön, wir Deutschen, wir sind Blechbieger. Und wir können halt eben Spaltmaße, Karosserien und Design in guten oder in tollen Produkten zusammenführen. Und so geht man hier halt eben Kooperation mit chinesischen Herstellern ein. Ob man das ganz freiwillig macht oder ob man das macht, weil man eben die E-Mobilität viele Jahre verschlafen hat und sich somit Rohstoffvorkommen, aber auch Zellfertigungen nicht sichern konnte, das müssen die Hersteller selber beantworten. Und wenn man schon mal in Frankreich ist bei der Photovoltaikindustrie, dann macht die Doku auch gleich einen Schwenk zur Magnesiumproduktion in Marignac. Hier wird ganz klar kritisiert, dass die Chinesen den Markt überschwemmt haben mit Billigpreisen, mit Billigmagnesium, mit dem man in Marignac beispielsweise nicht mithalten konnte. Unter anderem ein Sprecher kritisiert, dass man vorgeschlagen habe, die EU soll Anti-Dumping-Zölle einführen, um somit die heimische Magnesiumproduktion zu schützen. Und er kritisiert, dass die EU sowas nie gemacht hätte und eben auch nicht gemacht hat. Richtig ist aber, dass die EU schon immer Anti-Dumping-Zölle eingeführt hat oder gehandhabt hat. Warum man es speziell in dem Fall vom Magnesium nicht gemacht hat oder vielleicht nicht ausreichend gemacht hat, das bleibt leider diese Studie schuldig. Aber Anti-Dumping-Zölle gibt es durchaus innerhalb der EU. Anhand von Bolivien wird dann gezeigt in der Doku, welche Chancen hier für Länder existieren, die ursprünglich eher eine Randerscheinung sind und eher nicht so wohlhabend waren wie andere westliche Länder. Hier wird ganz klar gezeigt, dass Bolivien auch sich nicht damit zufrieden geben möchte, nur Rohstoffe wie Lithium abzubauen und diese zu verkaufen, sondern auch dort möchte man zukünftig mehr von der Wertschöpfungskette abbekommen
und möchte halt eben direkt Teile für Batterien und Batterien selber produzieren. Diese Seite der Energie- und Verkehrswende bedeutet für viele Länder neue Potenziale, neue Möglichkeiten, hier auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen und die Verhältnisse auf diesem Planeten neu zu mischen. Denn bisher dominierten einige wenige die Weltmärkte. Und die Energiewende zeichnet sich ab gleichzeitig als Industriewende. Direkt im Anschluss kommt die Doku dann aber wieder auf den Punkt zurück, der wieder an das Kind erinnert, welchem man die Schippe geklaut hat. Denn es wird gesagt, das Versprechen, unseren ökologischen Fußabdruck zu begrenzen, wiegt angesichts der hervorragenden Gewinnaussichten relativ gering. Und für diese Aussage gibt es keinerlei Beleg. Es mag so sicherlich in der Weltwirtschaft unter anderem ablaufen. Aber das Einzige, was man gemacht hat, ist, man hat gezeigt, wie einige Länder, die Märkte einiger Länder, die Märkte anderer Länder beeinflusst haben. Wie nun neue Länder von neuen Technologien profitieren und hier ihren Teil vom Kuchen abhaben wollen. Man hat gezeigt, wie unsere westlichen Länder es nicht geschafft haben, neue Technologien entsprechend zu fördern und entsprechend aufzubauen, während andere an uns vorbeigezogen sind, während andere ihren Anspruch am Wohlstand geltend machen. Und daraus zieht man automatisch die Schlussfolgerung, dass man sagt, naja, so schlimm scheint es ja mit dem Fußabdruck nicht zu sein, weil die Gewinne sind ja hoch genug. Das passt irgendwie gerade nicht zusammen. Man unterstellt quasi allen Ländern außerhalb unserer Europäischen Union oder so automatisch, sie können nur schmutzig herstellen und bei uns würde es super sauber laufen. Oder wie? Wie darf man diese Aussage verstehen? Das passt irgendwie alles vorn und hinten nicht zusammen. Nun geht man weiter, wieder nach Deutschland zurück und die Off-Stimme leitet ein mit: Das letzte Paradox der Energiewende sind ungeregelte Deponien und das Recycling. Denn so bleiben oft wohl ausgediente Rotorblätter von alten Windkraftanlagen einfach auf irgendwelchen Feldern liegen. Und es geht hier gleich weiter in diesem Bereich, aber schon alleine zu diesen Aussagen, dass es ungeregelte Deponien gäbe, wo diese Rotorblätter liegen, ist schlichtweg grotesk. Denn das ist nicht die Schuld der erneuerbaren Energien oder der neuen Technologien, sondern wir befinden uns da in der Doku in Deutschland, in einem Land, wo es für alles mögliche Regularien gibt, wo ich Gefahrstoffe entsprechend entsorgen muss, wo ich nicht einfach irgendetwas liegen lassen kann. Und hier wird das Bild erzeugt, man könne, wenn man ein ausgedientes Windrad habe, dies einfach demontieren, einfach aufs Feld legen und da würde nichts passieren. Und so wie dieser nette alte Mann, der dort gezeigt wird, kann man dann dagegen protestieren, aber es wird ja nichts gemacht. Dieser nette Mann ist nämlich Lothar Meyer von Vernunftkraft. Und ich mache hier ganz kurz einen Ausflug dazu, was Vernunftkraft eigentlich ist. Vernunftkraft ist eine Gruppe, die sich ganz dediziert gegen Solar- und Windkraft ausspricht und eher für den Erhalt von Kohle und Atom plädiert. Das heißt also, man nimmt sich hier einer Person oder man bandelt hier mit einer Gruppe Personen an, die eigentlich genau das Gegenteil von dem wollen, was man selber die ganze Zeit in diesem Film fordert. Denn bisher ging unsere Doku ja eher in die Richtung hin zum Konsumverzicht,
Besinnung auf heimische Märkte, Protektionismus und dass wir keine Produkte kaufen sollen, die vermeintlich grün sind, die dann aber eben irgendwo am anderen Ende der Erde produziert werden, schmutzig produziert werden und so weiter und so fort. Und nun ist aber eine Person recht und billig genug, die einem das sagt, was man eigentlich zum Abschluss der Doku hören möchte. Und dabei wird völlig ignoriert, aus welchem Lager diese Person eigentlich kommt, was ihre Grundintention ist. Und man lässt ihre Worte ungeprüft zum Ende hin stehen. Denn dieser Mann sagt zum Beispiel, dass vor 20 Jahren man angefangen hat, die Windkraft aufzubauen in Deutschland. Und nun langsam die ganzen Windkrafträder abgebaut werden und dann halt es nicht genügend Regularien gibt, fürs die wieder dem Recycling zuzuführen und deshalb bleiben die einfach irgendwo liegen. Tatsächlich ist es doch so, dass die Windkraftanlagen gar nicht abgebaut werden müssten. Dass es natürlich an politischen Regularien fehlt, diese Windkraftanlagen einfach mal weiterlaufen lassen zu können. Denn aktuell sieht es so aus, dass solche Altanlagen schlicht selten wirtschaftlich zu betreiben sind nach aktueller Gesetzeslage. Also werden sie abgebaut und durch neue ersetzt. Was dann natürlich mit den alten passiert, dass diese dort liegen bleiben, das ist aber wiederum ein Punkt, der natürlich ganz klar der Gesetzgebung angekreidet werden kann, der aber kein Problem im Sinne von, das ist ein Problem der Energiewende. Und sehr vorsichtig müssen diese Argumente doch genossen werden, wenn ich mich dort mit einer Gruppe zusammentue, deren Grundintention ja eigentlich darin besteht, die Windkraft und die Solarenergie kaputt zu machen oder schlecht zu machen und eigentlich volles Rohr auf Atom und Kohle zu setzen. Also warum man diese Person damit reingenommen hat, wahrscheinlich brauchte man noch einen passenden Abschluss für die Doku. In diesem Zusammenhang möchte ich mal versuchen, so ein Fazit zu ziehen. Und ich hoffe, ich bin dabei nicht zu hart. Denn insgesamt wirkt diese, ich habe es schon mal erwähnt, wirkt diese Doku so ein bisschen wie einem Kind, dem man die Schippe weggenommen hat. Ich möchte das Ganze noch erweitern. Es wirkt so ein bisschen wie dieser Tage einige Verschwörungstheoretiker. Denn neben dem Elektroauto, welches hier zu einer Stilikone hochgepusht wird, um es anschließend von dem künstlich erzeugten Thron herunterprügeln zu können und für alles verantwortlich zu machen, was im Rohstoffabbau hier schief läuft. Daneben zeigt es sich so in der Doku, als würde es eine höhere Macht geben, die entschieden hat, hier, wir müssen jetzt auf Windkraft, Solar und Elektromobilität setzen und dies gegen den Willen aller intelligenten und logisch denkenden Menschen einfach durchprügelt, als wäre diese höhere Macht in irgendeinem Verbund aus unserer Industrie, also aus unserer Automobilindustrie, aus unserer Politik und gleichzeitig in Verbindung mit den Chinesen. Das Ganze wird aber leider so ein bisschen, attackiert von dieser Querfrage, dass unsere Automobilindustrie ja eigentlich gefährdet ist durch die Chinesen, weil unsere Automobilindustrie nicht genügend in die Elektromobilität investiert hat, die es aber angeblich versucht hat zu schützen bei den Untersuchungen. Und also so richtig einen roten Faden ist da nicht erkennbar in dieser Doku. Und vielleicht liegt es auch nicht zuletzt daran, dass die ursprüngliche Doku im Französischen basierend auf dem Buch von Guillaume Pitron eigentlich die Hintergründe der Energiewende auf dem Schirm hatte und gar nicht so sehr das Elektroauto. Es ist für mich leider schwer nachvollziehbar, inwiefern dieses Elektroauto oder diese
Themen hier aus Deutschland zum Beispiel im Nachgang noch mit reingemischt wurden. Aber das könnte ein Grund sein, warum dieser Doku grundsätzlich der rote Faden fehlt. Und für mich stellt sich hier bewusst die Frage, ob Arte hier nicht seinen guten Ruf aufs Spiel setzt. Denn Arte kannte man bisher immer als investigativen Journalismus, als qualitativ hochwertigen Journalismus. In Summe muss man festhalten, kommen wir auf das Thema Energiesektor innerhalb der Doku zu sprechen, bleibt eigentlich nur ein Schluss. Wir setzen auf Atom. So zumindest würde ich das verstehen, was man mir versucht, hier durch die Blume zu sagen. Schaue ich auf den Arte-Kanal, kamen hier sogar Leute zu Sprache und wurden hier sogar Themen angesprochen, die noch vor wenigen Wochen kritisiert wurden in einer Anti-Atom-Doku, wo es um Terrorgefahr für Atomanlagen ging. Gleichzeitig schaut man sich aber die anderen Dokus an, die in der letzten Zeit auf Arte so erschienen sind, so lässt sich ein Zusammenhang zu dem immer stärker werdenden polnischen Einfluss von Arte Polen hier feststellen. Und auch Polen ist nicht gerade zimperlich im Bereich Atomenergie. Ob da gemeinsame Interessen hinterstecken, man weiß es nicht. Ich will hier auch keine Behauptungen aufstellen. Es zeichnet sich aber so ein bisschen für mich ab, als könnte es daherkommen. Und das ist auch irgendwie so der einzige Punkt, der hier nicht kritisiert wurde. Denn hier wurde gesagt, wir können nicht auf Kohle setzen, das ist zu schmutzig, das macht die Leute krank. Wie in Kolumbien und Chile. Wir können nicht auf Solar setzen, weil damit unterstützen wir die bösen Chinesen. Wir können nicht auf Windkraft setzen, weil da bleiben die Rotorblätter einfach so auf dem Feld liegen. Ja, was bleibt denn da eigentlich noch als große Energieversorgung? Das heißt also, die eigentliche Kritik der Doku, hier den Konsumverzicht zu predigen und dafür dann das Elektroauto stellvertretend zu nehmen und anhand dessen zu zeigen, wie schlimm diese Energiewende doch für uns alle sein kann und wie schlimm es doch sein kann, wenn andere Länder davon profitieren und das grundsätzlich erstmal ins schlechte Licht zu rücken, das zeigt doch so ein bisschen, dass hier irgendwelche anderen Interessen hinterstehen und Arte sich da wirklich keinen Gefallen mit getan hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben. Ist eine echt lange Doku geworden. Ist eine echt lange Ausarbeitung geworden. Die Doku an sich ist ja schon 1,5 Stunden lang. Ich bin jetzt aber auch fertig und danke euch, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wenn ihr mehr solche Dinger sehen wollt, dann schreibt uns gerne unten in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Wir nehmen gerne detailliert die Sachen auseinander. Wir betrachten sie aber gerne auch kritisch. Wir wollen nicht einfach nur das Elektrofahrzeug über den grünen Klee loben, sondern habe hier auch ganz klar gesagt, dass wir natürlich über unsere Lebensweise, über unsere westliche Lebensweise nachdenken müssen, dass wir diese natürlich in Frage stellen müssen. Die Frage ist allerdings immer wieder, wie wird das Ganze dann behandelt, wie wird das Ganze aufbereitet und in welche Richtung gehen die Fragen und wie weit gehen sie und wohin führen sie? Die erste Frage, die man sich immer stellen sollte bei solchen Dokus ist, sobald eine Frage gestellt wird, fragt euch immer, wer stellt die Frage? Und was will er damit bewirken? Wen es das immer noch nicht gereicht hat, unten sind alle Links zu meinen Aussagen.